Es wird wieder schön. Naja, schön ist noch nicht, aber... Ha, so ist doch gleich viel angenehmer. Problem ist, dass man hier dynamischen Wetterwechsel hat, sobald ich in dieses Gebiet komme. Ist es auf einmal nicht mehr so schön. Komm. Und Schildblock. Und... Ich weiß gar nicht, was da für eine Attacke ist. Aber es scheint zu funktionieren. Ui, was haben wir denn da? Ein solides Zierwerk-Ausstattungssystem, das ihr öffnen könnt. Ihr nehmt ihr Charakterfenster, Gegenstände auf die weg. Habt ihr alle gelesen? Habt ihr nicht, ne? Dachte ich mir. Es geht hier um Zierwerk. Das bedeutet nämlich... Hier gibt es nämlich zusätzliche Gegenstände, die aber nur Kopf, Hüfte etc. pp. Die sind nur dafür da, um gut auszusehen. Wenn man so möchte. Also man kann bis zu 7 verschiedene Ausrüstungen tragen, die von den Werten her überhaupt gar keinen Sinn machen. Also die völlig... Ich kann ja mal hier drauf gehen, in den Shop. Ich bin gerade... Genau. Waldläufermaske, die kostet ziemlich viel. Und die hat effektiv keinerlei Nutzen. Also die bringen wirklich gar nichts, diese Zierwerke. Sondern die sind nur dafür da, um... Ja, um gut auszusehen oder um... Bessere... ja, eigentlich nur um gut auszusehen. Und es gibt natürlich für besondere Quests, gibt es besondere Zierwerkbelohnungen. Oder für dann, wenn man da irgendwelche Bosse geschafft hat, gibt es dann verschiedene Items. Damit kann man natürlich dann mit sich mit seinem Zierwerk schön in die Hauptstadt stellen und ordentlich auf die Kacke hauen. Wie gesagt, man hat keinerlei Vorteil dadurch, außer dass es besser aussieht als vorher. Jetzt bin ich... Ah, ich bin gebissen worden, deswegen. Komm, halt die Klappe. Oh, da ist ein Anführer. Nehmen wir den noch mit. Erstmal machen wir so. Ich glaube, dann erscheint sowieso jemand. Oder? Die wollen mit Angmars Hilfe angreifen. Wen denn? Ich hoffe nicht uns. Ich fürchte aber doch. Das ist natürlich eine Nachricht, die ich sofort an... Ja, John Farnbach. Ich hätte jetzt fast Lord Farnbach gesagt, aber der ist ja John. Schnell zurück. Jetzt ist dieser Teil, wo man halt üblicherweise hin und her rennt, gerade. Wir sind halt immer noch im Intro, muss man halt so sagen, weil wir haben immer noch Intro-Quests und die eigentliche Questreihen, beziehungsweise das eigentliche Spiel an sich, hat noch gar nicht angefangen. So, ich habe jetzt aber auch, ich dachte, ich wollte eigentlich mal von dem Berg runterspringen, um den Fallschaden zu testen, weil ein netter User, dessen Name mir gerade entfallen ist, im letzten Video, in den Kommentaren, es gibt ja nicht so viele Kommentare, nur 2 oder 3, unten drunter geschrieben hat, dass man, obwohl ich es, nee, es war im zweiten Video, ich weiß gar nicht mit welchem, auf jeden Fall in einem der ersten Videos, der ersten 5, habe ich gesagt, dass man durch Fallschaden nicht sterben kann. Das hat sich wohl geändert. Das war früher zumindest, meine ich so. Man kann natürlich immer noch von ziemlich hohen Bergen ziemlich weit runterspringen, ohne dass irgendwas passiert. Außer, dass es plötzlich so macht und man humpelt, weil man sich nicht mehr, ja, weil man sich die Beine gebrochen hat, mehr oder weniger. Man kann aber jetzt wohl, wenn der Berg tatsächlich zu hoch ist, auch dann sterben. Ja, ich hoffe, wir werden Sterben nicht zu früh sehen, weil... Es gibt natürlich dann mit Geist zur Leiche laufen, etc., etc., etc. Aber wir versuchen mal nicht zu sterben, solange wie es halt eben geht. Gute Arbeit. Ja, haben wir doch gern gemacht. Okay, leichte Rüstung sieht zwar deutlich besser aus. Aber schon... Oh Gott, was für... Eieiei. Ach, darf ich nicht den nehmen? Der andere sieht so unglaublich... Naja. Ich glaube, es besteht immer noch Hoffnung für uns. Wir benötigen nur eine Strategie. Aha. Am alten Ostpfad. Also, ich weiß ja nicht, ne? Hoppala.
meint ihr? Also das ist der Moment, wo man hier drauf geht. Und... Verdammt, wie ging das denn nochmal? Man konnte eigentlich... Ah, ja. Hier geht's. Oh, man kann nämlich die Items auch ausblenden. Also wie man sieht, kann man... Hoppala. Im Zierwerk trägt, das ist das, was ich gerade angelegt habe. Ich kann die Schultern, ich kann den Umhang, ich kann selbst die Füße, was eigentlich Sinn macht, weil ein Hobbit eigentlich nie Schuhe trägt und die Handschuhe. Deswegen, wir laufen jetzt mal barfuß rum, weil wer hat Hobbits mit Schuhen? Wer hat sich das denn ausgedacht? Das ist genau wie Zwergenfrauen. Das ist auch völlig, völliger Humbug. Diese Marschfliege sieht aber nicht mehr so... Hm? Ach nur, wir hatten ein Level-Up, deswegen. Kommt her! Hua. Hier! Also wir haben natürlich jetzt keinerlei Verlust der Stats oder irgendetwas anderem, dass wir jetzt barfuß und ohne Helm rumlaufen. Ach, da oben ist Adli. Da muss ich gar nicht so weit laufen. Ist ja umso besser. Na du, alter Zwerg, du. Seid gegrüßt. Wir grüßen dich zurück. Oder er hat ja... sein Auge irgendwie... Naja, gut. Spinnen auf dem alten Ostpfad. Da weiß ich noch, wo die sind. Das ist nämlich hier geradeaus, sprich da oben. Und der auf dem alten Ostpfad ist nämlich so die Stelle, wo die Leute, die es nicht richtig können, dann das erste Mal tatsächlich sterben, weil einfach alles voll mit Spinnen ist. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Zumindest war es früher so, aber da sehe ich schon die erste. Und da sehe ich die zweite und oh, es hält sich in Grenzen. Spinnen sind aber sowieso schon immer... Ach, die greifen mich gar nicht mehr von alleine an. Eigentlich haben die immer Auto-Attack. Ich bräuchte mal wieder einen Angriffszauber, weil... Ja. Ich muss mal eben einmal lesen. Das hat Schaden so und so, plus was weiß ich nicht was. Das ist allgemeiner Schildschlag. Das ist auch allgemeiner Schaden. Und das ist ein 2 Angriffe. Und das hier kann ich nur machen, wenn ich genug Kraft aufgebaut habe, dass ich nur... Womit generiere? Mit allem? Da ist die Frage, warum kann ich die Fertigkeit jetzt gerade im Moment nicht verwenden? Ach so, ich muss... Das war irgendwie nur, wenn man geblockt hat, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, eines, genau. Wenn man geblockt hat, dann kann ich da einen Gegenangriff starten. Aber auch nur dann. Das heißt, ich kann mich hier austoben, wie ich möchte, weil es gibt hinterher dann Sachen, wo ich dann aufbauen muss. Oder war das überhaupt diese Klasse? Ich weiß das alles gar nicht mehr. Mein Gott. Das ist viel zu lange her. Ich kann mich da ja nicht mehr dran richtig... Naja, nicht mehr richtig dran erinnern. Schon damals. Ist ja schon Jahre her. Also, ernsthaft Jahre. Also nicht das letzte Mal, als ich gespielt habe. Das ist, wie gesagt, ein halbes Jahr. Nein, nicht ganz ein halbes, aber so... 3 Monate mindestens. Eher 4. So, jetzt habe ich geblockt. Da hat man gerade noch da wegfliegen sehen. Ach, ich habe schon genug von denen getötet. Na egal. Bisschen XP, hat noch keinem geschadet. Aber wie wir gesehen haben... Also ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo die einmal angegriffen haben. Jetzt ist es ja irgendwie... Und wie man sieht, hier sind so ein paar. Und früher musste man die halt alle dann tatsächlich töten, weil man sonst ja, ein Problem hatte. Kehrt zu Farnbach zurück. Das sind solche Momente, wo ich mir denke, oh, warum tut ihr das? Warum tut ihr das?
Jetzt muss ich komplett zurücklatschen. Den ganzen Weg. Da gibt es mittlerweile eigentlich Möglichkeiten, sowas zu verbessern. Aber wie gesagt, wir sind im Intro und an dem Intro hat sich bis auf die Karten nicht viel getan. Es kann sein, dass wir, wenn wir tatsächlich so weit spielen, dass wir irgendwann mal zu den Add-ons kommen. Also dann nach Moria. Beziehungsweise, was kam danach? Der Düsterwald, beziehungsweise Lothlorien. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Entschuldigung an alle Leute, die sich damit besser auskennen als ich und wissen, wie man das Ganze dann tatsächlich ausspricht. Ja, aber um dann noch weiterzukommen und danach halt Isengard plus jetzt das im... Wir haben aktuell... Ja, im Moment haben wir September Sie und ich glaube... Sie werden keinen Ausweg finden. Das wird uns von Vorteil sein. Ach, das meinst du nur. Diesen oder nächsten Monat, ich weiß gar nicht genau wann, kommt ja das Addon dann die... Ich weiß gar nicht, die Weiten oder irgendwas von Rohan. Auf jeden Fall wird dann die Karte nochmal deutlich erweitert. Ich weiß gar nicht, ob ich die Karte schon mal komplett gezeigt habe. Sie ist extrem imposant. Also es gibt kein... Zumindest ist mir kein MMO... bekannt, dass eine Karte hat, die auch nur ansatzweise die Größe von der Herr der Ringe Online ankratzen könnte. Obwohl WoW mittlerweile nicht nur die beiden Kontinente plus den ganzen anderen Burning Crusade Kram hat, also die, ich weiß gar nicht, wie das hieß, plus Northrend, plus demnächst Pandria. Dennoch ist die Welt in WoW nicht so groß wie die in Lothro oder in HDRO. So, und wir werden unsere kleine Hobbit-Dame mal in Marienblau? Nein, wir werden sie in Olivgrün tauchen. So, oh, was haben wir denn da? Schaut mal. Wenn wir diese, ist immer noch eine Solo-Quest, Aufgabenstufe 5, wenn wir diese Quest jetzt annehmen, mit dem Sprechen, haha, dann bekommen wir zum einen Ruf. Zudem können wir gleich noch Menschen von Bre, genau. Bei denen, da kann ich gleich noch mehr zu sagen. Eine Marktsteinfähigkeit, mit dem wir zum Heim, da können wir dann beim, wie hieß er? Beim Gastwirt können wir uns, ich weiß gar nicht, ob es beim Gastwirt war, auf jeden Fall können wir uns dann ein Zuhause aussuchen und dann immer dahin teleportieren und eine, was? Novizencharakteristik. Oh, das war die letzte Aufgabe der Einleitung. Oh ja. Wenn ihr noch weitere Aufgaben zu erfüllen habt, solltet ihr sie jetzt erledigen. Das... Wie komme ich denn nochmal ins Questfenster? Hier. Und in meiner Quest ist nichts drin. Das heißt, ich kann in aller Ruhe jetzt Reisen machen. Jetzt startet nämlich... Eine instanzierte John Farnbach und seine Jäger Quest. Haben das Randgebiet von Archit in Flammen vorgefunden. Ein verzweifelter Kampf zur Rettung ihres Dorfs beginnt. Hoffentlich seid ihr noch rechtzeitig eingetroffen. Ja, gut, dass es Archit heißt und nicht Archit und ich die ganze Zeit das falsch ausspreche. Aber wir werden trotzdem jetzt versuchen, hier... Oh. Wir haben keine Zeit zu verlieren. An John Farnbachs Seite in Archit. Dann wollen wir doch mal an seiner Seite kämpfen. Gegen wen kämpfen wir denn? Die Gefängniswärter. Wir müssen Hugo retten. Ja. Hugo. Los, wir retten Hugo. Ernsthaft, Hugo? Gut gemacht, Escalip. Ja, ich hab... Mein Bestes gegeben. So, mit John Farnbach sprechen. Archit muss immer noch gerettet werden. Ja, ach nee, es brennt auch. Guck mal hier, da. Es steht, Archit steht in Flammen. Da muss ich gerettet werden, da muss gelöscht werden. Oh nein, Hugo ist tot. Da kommt seine Frau. Boah, das ist ja gemein. Dort sind noch mehr! Oh mein Gott, das sind jede Menge. Ja, und jetzt kann ich mal dieses
Haha, ich habe dieses Horn getestet. Da. Sieh mal einer an. Was, das Schlimmste steht uns noch bevor? Wir müssen meinen Vater finden, ehe es zu spät sein wird. Der dafür gesorgt hat, dass hier alles brennt? Ja, super.